Live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast 240. Heute mit Eugen. Hallo. Robert. Servus. Und einem ganz besonderen Gast, der aber auch schon bei uns in der Runde war, Vincent Feigenbutz. Jo, hallo. Ja, für die Leute, die sich fragen, warum Feigenbutz jetzt nochmal bei uns im Interview ist. Ja, er hat uns so vermisst. Nein, Quatsch. Nein, wir wollten ihn einfach nochmal mehr zu seiner Person und seiner Karriere befragen, weil wir einfach noch viele Fragen hatten, die wir ihm nicht stellen konnten. Gerade so zu seinen Anfängen zum Beispiel, fangen wir gleich mal an. Wie bist du überhaupt zum Boxsport gekommen? Also wie ist das passiert? Ja, beim Boxsport, wie ich dazu gekommen bin, ich habe früher Fußball gespielt und bei mir war ein Freund in der Mannschaft, der war auch gleichzeitig in einem Bulldog-Gym, im Boxtraining und im Fitnessstudio. Und dann bin ich mal mit dem nach dem Fußballtraining oder davor, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war nach dem Training, sind wir damals hin, habe ich ein bisschen Fitness mitgemacht. Und dann hat mir das halt Spaß gemacht, da oben so ein bisschen die Muggis zu stemmen und zu trainieren. Und dann bin ich auch mal mitgegangen ins Boxtraining. Und es hat mir gut gelegen. Da hat mich dann der Jürgen Lutz, der auch die Regina Halm mich entdeckt hat, mich entdeckt und hat gesagt, oh Junge, du hast schon ein kräftiger Bums, aus dir kann man was machen, komm doch öfters ins Training. Und so hat es dann seinen Lauf genommen, dass ich dann eher vom Fußball ins Boxen gewechselt habe. Und wann war das? Wie alt warst du da? 14,5 circa. Okay, und wie lange hast du schon Fußball davor gespielt? Warst du richtig im Verein, so hattest du richtig so Spiele oder war das eher so Freizeit? Ja, das war eher da. Ich war, glaube ich, mit 12 angefangen, auch eben mit einem Freund zusammen. Und dann habe ich so 2 Jahre ein bisschen rumgespielt und dann eben mit 14,5 ins Boxen gewechselt. Das heißt, der Boxsport hat dir gleich auch mehr Spaß gemacht? Oder warst du begeisterter Fußballer oder war die Entscheidung dann für dich leicht, so zu wechseln? Oder? Ja gut, da war ich ja noch sehr jung und da war man für alles offen so. Und mir hat es dann einfach mehr Spaß gemacht. Ich habe auch einen Klassenkamerad mit dem mehr im Fitnessstudio trainiert. Von daher war ich 3-4 Mal die Woche im Fitnessstudio. Dann bin ich halt immer runter ins Boxen und dann hat es sich so ergeben. Weil es Fußball, es hat auch nicht immer Spaß gemacht, wenn dann die Jungs da im Team irgendwie Mist gebaut haben oder so. Da habe ich gemerkt, oh, ich reg mich nur auf. Deswegen habe ich lieber einen Einzelsport gesucht. Ja, das ist immer Pro und Contra von Mannschafts- und Einzelsport. Ne? Das ist genau. Halt immer, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Weiß jeder, der schon mal Mannschaftssport gemacht hat so, und dann auch vielleicht mal Einzelsport gemacht hat. Wenn du mal scheiße drauf bist, dann rettet dich vielleicht dein Team so. Aber wenn du als Einziger gut bist im Team, dann verlierst du halt trotzdem. So, So. Oder allgemein oder halt wegen dem Kollegialen, dass man dann eben auswechselt, ne? Ja. Dann dachte ich mir halt so, oh, ich bin noch topfit und muss dann auf die Bank. Und das war halt ein kleines Kind schon ein bisschen nervig. Also hast du Fußball gemacht und dann direkt Boxen oder hast du davor noch irgendwelchen anderen Sport ausprobiert? Fitness natürlich, also auch gehört das. Ja gut, Fitness ist ja... Ja, ist ja. Aber jetzt, du hast nicht 1000 Sportarten ausprobiert? Nee, das nicht. Nee. Eher Fußball und dann das Boxen. Fitness ist ja auch eigentlich eher so eine Art Begleitsportart, die man eigentlich... Ja, ob man jetzt Schwimmer ist oder Fußballer oder Boxer ist, immer machen kann. Ja, also Fitnessstudio braucht man eigentlich immer, das ist nicht schlecht. Da kann man, man sieht gut aus und es tut auch den Körper unterstützen. Also das sollte eigentlich jeder machen. Manche sehen auch nur gut aus, ne? Wenn die dann keine Kondi haben. Das sind alles ja, so eine Pumpa, gibt es ja auch, ne? So eine Pumpa, schön alles also breit, so Oberkörper, aber keine Kondi, so für 3 Minuten. Ja, man darf halt im Fitnessstudio nicht nur vergessen, dass es da nur Handeln gibt. Es gibt ja auch Laufbänder und andere Sachen mittlerweile. Ja. Das sollte man auch mit einbauen. Du sprichst also auf Don't Skip Leg Day an. Genau. Es gibt ja so Leute, die haben so ganz dünne so Storchenbeine. Okay, haben auch manche Boxer, aber trotzdem trainieren. Ja, Deontay Wilder zum Beispiel. Ja, Wilder. Aber der trainiert wahrscheinlich trotzdem. Weiß gar nicht, ob der seine Beine trainiert. Müsste man eigentlich mal fragen. So direkt. Aber ja, sieht man öfter. Aber jetzt zur Trainingssituation hat sich ja für dich wahrscheinlich jetzt gerade aktuell nicht so viel geändert. Ne? Also ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter jetzt war. Hier hat es
Regnet so. Bist du immer noch draußen so viel beim Joggen? Ja, eigentlich schon. Und ich trainiere ab und zu bei meinem Personal Trainer. Der hat eine Genehmigung bekommen, eine Person trainieren zu dürfen. Und das passt. Ach cool. Also richtig auch drin oder müsst ihr draußen? Nee, so drin dann, ja. Drin. Also im Fitness, also irgendein sportlich Raum, irgendeine Räumlichkeit, wo man halt Sport machen kann sozusagen. Ja, genau. Wie läuft das dann so ab? 1:1 musst du dann trotzdem Distanz wahren, einen Mundschutz tragen oder dergleichen? Oder wie läuft das? Nee, Mundschutz haben wir bis jetzt noch nicht getragen, aber Distanz haben wir halt natürlich eingehalten. Mhm. Und ansonsten hat eigentlich alles geklappt. Da machen wir unser Programm, der gibt mir mein Training vor und ich ziehe es dann eben durch. Und der unterstützt mich halt. Schaut hin, ob ich es genau richtig mache, ausführe und so weiter. Du hast gesagt, so gegen mit 14,5 bist du zum Boxen gekommen. Mit 16 bist du dann Profiboxer geworden. Gab es denn da Pläne, dich erstmal auch auf Amateurbasis kämpfen zu lassen? Oder hat man direkt gesagt, ah komm, der ist noch so jung, das kann man ihm auf dem Weg beibringen? Nee, bei Amateur war bei uns eigentlich nie gegeben, weil das war schon immer so ein reiner Kickbox-Profi-Stall und auch beim Boxen, Frauenboxen mehr als auf Profi gelegt. Also Amateur kannte man da gar nicht so. Der Jürgen Lutz, der war auch, der hat, glaube ich, mit Amateur auch nichts zu tun gehabt, das war ein reiner Profi-Trainer. Und deswegen hat er mit leider gesagt, oh, mit 16 kann ich anfangen, Profi zu machen. Ach so, das war dann sozusagen auch der Entdecker von Rina Helmich, als sie noch zuerst Kickboxen gemacht hat. Genau, sozusagen. Ja. Ah, okay, deswegen. Ah, okay. Ja. Aber hättest du gern so eine lange Profilaufbahn noch gemacht, so jetzt im Nachhinein? Also hättest du das überhaupt cool Amateur gefunden? So? Manche Amateurlaufbahn. Ja, so. Klar, da lernt man so diese Feinheiten, die Beinarbeit und so weiter, was ich jetzt im Nachhinein beigebracht bekommen habe. Mhm. Aber ja, viele fangen jetzt auch schon in Amerika, so wie der Ryan Garcia und sowas, schon früh an mit Profi. Ja. Gut, die haben auch schon Amateur vorher gemacht, aber trotzdem werden wir jetzt immer vom Alter her jünger, wo die Leute Profi werden. Und ich denke, wenn es ein gutes Team kann es dann schon gut aufbauen. Man muss ja nicht gleich die ersten Kämpfe dann gegen Kanaden machen, sondern halt auch statt eben, also man kann es ja, also Amateurbox man ja, manchmal, früher waren es ja 2 oder bei den Frauen sind es 2 Minuten. Ach, ich weiß die Regeln gerade. Auf jeden Fall 3 Minuten und 4 Runden oder irgendwas. Beim Profiboxen kann man ja dann zum Beispiel sagen, man steigt mit 6 Rundenkämpfen ein und nimmt dann auch gleich gute Gegner wie im Amateurbereich. Und dann baut man eben den Jungen so auf. Also eigentlich ist es egal, wie rum. Mhm. Ja. Als du dann Profi geworden bist, ich glaube, der, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es ja dein 2. Profikampf, den du durch TKO in der 3. Runde verloren hast. Ja. Wie kam da, also ich muss dazu sagen, den Kampf habe ich nicht gesehen, habe da auch keine Aufzeichnungen zu gesehen. Wie war das so? Man hat ja du hast den ersten Kampf durch K.O. in der 1. Runde gewonnen. Ja, genau. Ja. Ja, ich sag jetzt mal, ich unterstell dir das jetzt mal, mit 16 Jahren, dicke Eier, fühlst dich wie der Größte und im 2. Kampf erleidest du eine Niederlage. Wie geht man da so als 16-Jähriger mit um? Nee, so war es gar nicht. Also weder dicke Eier noch sonst was. Also die habe ich zwar. Ich unterstelle es. Ich habe es nicht rausgehangen. Die waren gut verpackt. Nee, das war damals, da sind wir dann auf eine Veranstaltung gefahren. Da hätte ich auch einen gleich guten Gegner kriegen sollen oder eben einen Aufbaugegner. Und das war auch so, das war auch wieder so, ich glaube, es war ein Boxer von dem Management damals. Ich glaube, der hieß Mikey oder sowas. Und der hat dann gesagt, oh, da gibt es keinen Gegner, wir haben nur noch den einen hier. Weil damals war ja alles so, da ging alles unter der Hand. Und der war halt schon Amateur erfahren ein bisschen. Und der war natürlich in dem Moment besser. Aber da, ich glaube, das war in Dortmund oder sowas. Und da sind wir eben weit gefahren. Münster. Ja, Münster, genau. Und da wollte man dann nicht umdrehen. Und ich war eh jung und wild so und dachte, ach komm, kann ja nichts verlieren. Und habe dann eben gegen den geboxt, aber dann war der natürlich schon ein bisschen besser und dadurch hat er dann gewonnen. Aber das hat jetzt nicht so irgendwie so, ich sag jetzt mal, ein bisschen so am Ego gekratzt. Nö, überhaupt nicht. Wie gesagt, Niederlagen können dazu, das wird ja immer alles falsch hingestellt von draußen. Man versucht ja, wie gesagt, immer
einen blendenden Rekord 50-0 hinzukriegen. Aber das funktioniert entweder, wenn man es ganz schlau plant, also wenn das Team immer dir die perfekten Gegner holt, dass du es immer gewinnst und schlau macht, dass du die anderen Kämpfe umgehst, dann kann das vielleicht irgendwann funktionieren oder wenn du wirklich die Nummer 1 bist. Aber ansonsten ist es doch völlig normal, wenn man 3, 4, 5 Niederlagen drinstehen hat, wenn die auch gute Leute waren so, oder wenn es rechtfertigt ist. Ja, also, gut, die All-Time-Greats haben natürlich auch Niederlagen drin. Ja, genau. Ja. Aber sag mal, auch die All-Time-Greats haben, ich sag mal so, die typischen Georgier oder Aufbaugegner drin. Ich meine, wenn ich jetzt hier mal so bei dir auch in den Rekord reingucke, muss ich zugeben, dass ich da einen Großteil von gar nicht kenne, wie jetzt sagen wir mal ein Peter Orlik oder Lazar Rostas. Genau, das sind so die Aufbaugegner. Ja, die kennt man ja meistens nicht, oder beziehungsweise man kennt die, wenn man sich damit beschäftigt. Also ich habe Peter Orlik schon mal gehört, aber es sind ja so, oft sind ja wirklich so die ersten Kämpfe bei vielen deutschen Boxern, du triffst echt oft immer auf die gleichen Namen oder ähnliche Namen. Da wird halt viel Gegner geboxt. Ne? Es ist halt normal, so sagen wir so. Also ja, jeder deutsche Schwergewichter hat einmal Danny Williams geboxt. Ja, der war echt, ja. Aber Das finde ich auch, meine Frage jetzt auch aus deiner Sicht. Klar, ich meine, jeder Boxer braucht Namen im Rekord, um auch so ein bisschen seinen eigenen Rekord auch aufzuhübschen. Ich meine, du hast ja auch selbst gesagt, hast ja die Aufbaugegner drin und irgendwann hast du halt auch mal so diese Namen drin, Leute, die man geschlagen haben muss. Aber wie stehst du zu der Sache, ich sage mal, gerade genannter Danny Williams, dessen größter Sieg halt damals der über Mike Tyson war und der dann auch, jetzt sagen wir mal, von Stadthalle zu Stadthalle tingelt und sich davon mittelklassigen bis aufstrebenden Boxern kurzrundig vermöbeln lässt und kaum noch einen geraden Satz rauskriegt. Wie stehst du zu solchen Sachen? Ich meine, hast wahrscheinlich auch mal hinter den Kulissen sowas gesehen. Ja, klar. Also ich kenne zwei, drei so Aufbaugegner, die eigentlich immer boxen und schon ziemlich viel auf den Kopf gekriegt haben. Ich finde, das ist halt in erster Hinsicht eben seine Sache, ne? Muss jeder selber wissen, ob er den Kampf annimmt oder nicht. Ich denke, die haben halt irgendwie Geldprobleme oder wie auch immer, oder machen es halt wegen Geld allgemein. Das wird die eigentliche Motivation sein. Gewinnen wollen die wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn man ja sieht, dass zum Beispiel, wenn der Danny Williams jetzt nach dem Mike Tyson alle Kämpfe beispielsweise verloren hat, nach so 10-mal Niederlagen, also nach 10 Niederlagen dann oder so, ist das ja auch kein nennenswerter Name mehr, finde ich, dann, um für einen Aufbau zu nehmen, wenn man auf sowas schaut. Das muss man halt dann selber wissen. Also. Ja, so gesehen hast du da auch vollkommen recht, aber was ich finde in meinem Boxen immer so eine Sache ist, ist ja immer so diese halbe Wahrheit, die einem präsentiert wird. Es wird ja nie gesagt, irgendein Boxer XY kämpft gegen Danny Williams, dann wird ja nie gesagt, er hat vor, muss man mal kurz rechnen, 16 Jahren gegen Mike Tyson gewonnen und hat danach 20 Niederlagen kassiert. Es wird nur gesagt, er hat gegen Mike Tyson gewonnen. Ja, genau. Ja, das ist zwar nicht falsch, aber es ist auch nur die halbe Wahrheit. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber heutzutage kann ja eh jeder nachgucken, wegen dem Internet. Heute gibt es ja alles. Also heute kann man alles nachvollziehen. Aber trotzdem. Denkst du auch, dass, wie du das gerade sagst, das kann man ja alles nachvollziehen? Denkst du auch, das ist ein Problem fürs deutsche Boxen? Bestimmt. Ich sag's mal jetzt blöd raus. Früher konnte man das Volk oder die Deutschen verarschen sozusagen, ne? Aber heute kann ja jeder gucken, wo kommt denn der her? Und so weiter, ne? Und von daher sieht man ja, dass es meistens von früher nicht so die Granaten waren. Man hieß es denn, also früher, wo es kein Internet und sowas gab, da hieß es dann, oh, da kommt ein Afrikaner rüber. Der ist natürlich muskulös und stark. Da denkt man gleich, oh, da kommt eine Granate, aber dass der schon 10 Kämpfe verloren hat, das weiß keiner. Das konnte man halt früher nicht nachvollziehen. Und heute können es halt alle nachvollziehen und heute wird ja alles verglichen und so. Das ist halt, das wirft natürlich auch ein bisschen zurück. Den Sport. Aber ich sage immer, man darf das nie unterschätzen, selbst wenn einer nur Niederlagen hat. Die Leute haben nichts zu verlieren, die haben keinen Druck, die sind ja nervös oder so. Und im Boxen ist alles möglich, weil jeder hat 2 Arme und 2 Füße. Und deswegen soll man das nicht unterschätzen. Also selbst das ist auch wahr. Ja, deswegen. Man muss immer
Respekt haben, vor allem die im Ring reingehen. Jeden gehört da Respekt gewidmet, weil das ist schon mal, da muss man schon mal drüber stehen, sich zu boxen vor Publikum. Ne? Da kann ja alles passieren. Da kann schon ein blaues Auge kriegen, kann schon K.O. gehen, es kann das passieren. Weil es wird ja schon an der Ehre eigentlich vom Mann gekratzt, ne? Wenn man da verliert, kann man so sagen. Und deswegen, egal gegen wen man boxt, sollte einfach ein bisschen Respekt mehr vom Volk demjenigen gewürdigt sein, finde ich. Ja, ich finde, wie du schon sagst, also man kann vieles nachvollziehen, natürlich auch den Respekt. Ich finde halt, was dem deutschen Sport momentan so ein bisschen, oder dem deutschen Boxsport besser gesagt, so ein bisschen auch so das Wasser abgräbt, ist halt, wie werden Leuten Sachen verkauft? Dann ist, gefühlt kann man irgendwie kann man jeden x-beliebigen Boxer momentan zu einem in Anführungszeichen Weltmeister machen. Und auf einmal guckst du dann mal in der unabhängigen Weltrangliste nach, dann ist dieser Weltmeisterschaftskampf irgendwie zwischen zwei Boxern, die auf Boxrec Platz 100 und 140 liegen, bei einem Verband, wo noch nie ein größerer Name zu finden war. Andererseits finde ich irgendwie, finden so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, so ehrliche Titel wie so ein deutscher Meister oder auch von mir aus sogar der Europameister irgendwie so gar nicht in der Wahrnehmung mehr statt. Ich meine, einen Axel Schulz zum Beispiel, einer der Größen, die wir ja heute, die man heute noch kennt, ist ja auch nie mehr als ein deutscher Meister geworden. Die Europameisterschaft hat er verloren und drei Anläufe auf die Weltmeisterschaft hat er offiziell auch verloren. Ja, aber er wurde ja beschissen, das darf man nicht vergessen. Das wissen die Leute ja auch. Das wissen die Leute. Offiziell ja, ja. Hat er verloren. Inoffiziell wissen wir alle, dass er gewonnen hat. Aber einen größeren Titel als den deutschen Meister hat er nie getragen. Das stimmt, ja. Ich meine, so ein Kampf wie Felix Lamm gegen, wie hieß der, Schuster, glaube ich. Schuster. Das war eine deutsche Meisterschaft. Das war auch auf dem Niveau einer deutschen Meisterschaft. Aber das war ein guter Titel und der Kampf wurde auch als solches vermarktet. Und irgendwie fehlt es mir so ein bisschen an dieser Ehrlichkeit im Fernsehen. Ja, das Problem ist, jeder versucht halt, sich schnell irgendwie aufzubauen. Titel, Titel, Titel. Und dann wird halt, sagen wir mal, ein mittelmäßiger Boxer kämpft dann halt gegen einen Aufbaugegner um einen Titel. Und das macht halt alles kaputt. Weil dann ist der Titel eigentlich wertlos. Sozusagen. Mhm. Das ist halt auch, das ist alles das Problem, weil jeder versucht halt schnell, schnell jemanden aufzubauen. Man will glänzen und Geld verdienen, aber das funktioniert nicht so. Leider. Leider. Ich meine, nee, klar, natürlich ist es auch ein Business. So, ja. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Es ist ja auch ein Business und du musst den Leuten was verkaufen oder ich sag mal, die wahre Boxer musst du ja an den Mann bringen. Das geht anscheinend mit einem Titel besser. Die Frage ist halt, unter welcher Qualität? Genau, die Kämpfe sollten auf jeden Fall. Klar, jeder braucht Gegner, also zum Aufbau. Das brauche ich auch zum Üben und zum Lernen, wo man weiß, zu 70% gewinnst du den Kampf und der andere zu 30, so, ne? Ja. Aber selbst das sind dann noch gute Kämpfe. Aber wenn es halt dann wirklich technisch starke Boxer gegen so Aufbaugegner stellen, das ist halt dann manchmal zu arg der Klassenunterschied, ne? Und das geht halt nicht, das macht halt echt das Boxen kaputt. Weil da denkt sich jeder Zuschauer, wozu zahle ich da Geld, wenn die alle in der ersten Runde umfallen. Das gibt es halt leider zu oft in der Veranstaltung. Mhm. Und das müssen wir halt ändern, weil das ist halt alles, wie gesagt, ein Business. Die Manager kaufen billig die Leute im Ausland ein. Und dann kommt halt natürlich, billig ist nicht immer gut. Und deswegen kommt halt keine gute Qualität der Veranstaltungen zustande. Aber darum sind ja auch wieder die Medien schuld und alles, weil wir brauchen das Geld von den Fernsehsendern, wir brauchen die Unterstützung, die finanzielle. Der Boxsport braucht Unterstützung einfach. Ist mehr Geld da, dann kann der Promoter auch besser einkaufen und man kann eine bessere Qualität liefern. Das ist alles eine Reihe. Wo du jetzt gerade sagst, mit Qualitätsunterschieden auch bei den Gegnern, dein letzter Kampf gegen Caleb Plant, also ich habe den Kampf damals auch, also ich war selbst im US-Urlaub gewesen und habe den da im Fernsehen gesehen. Ja. Caleb Plant ist ja auch ein Golden Globes Gewinner gewesen.
wie hoch hast du dir deine reellen Chancen gegen, ich sag jetzt mal auch wirklich gegen so einen super ausgebildeten Boxer dann eigentlich ausgemalt? Der hat ja auch eine lange Amateurkarriere, diverse auch härtere Kämpfe im Profibereich gehabt, die du ja so noch gar nicht hattest. Wie hast du dir so deine reellen Chancen ausgemalt? Ja gut, ich bin immer top motiviert. Und als ich eigentlich den letzten Kampf von ihm gesehen habe und so weiter und Kämpfe davor, da dachte ich mir, oh, der boxt ja eigentlich relativ offen. Wenn ich den erwische, dann gehen schnell die Lichter aus. Aber ich habe meine Chancen eigentlich gut eingesehen, weil ich dachte, wenn er das so offen weiterboxt, kriege ich den gut, also kann ich ihn gut erwischen. Wenn ich ihn erwische, ist er meistens K.O., also die meisten bei meiner Schlaghärte. Und daher war ich da eigentlich ganz gut eingestellt und sowieso jeder Boxer, das ist immer das Schlimme. Auch wenn ich jetzt gegen Canelo boxe, ich sehe mich trotzdem besser. Ich muss ja so denken, sonst brauche ich den Kampf gar nicht annehmen. Ich sehe mich immer noch besser, weil, also das heißt nicht besser, das ist doof ausgedrückt. Ich sehe auf jeden Fall immer Gewinnchancen für mich, sagen wir es mal so. Du siehst dich nicht chancenlos. Genau, ich sehe mich nicht chancenlos, eine Chance ist immer da und deswegen nehme ich auch jeden Kampf an. Also beispielsweise gegen so große Namen, wo natürlich prozentual viel besser sind wie ich in allem, aber trotzdem, mein Lucky Punch ist da. Und deswegen, allein schon deswegen, würde ich den Kampf annehmen. Aber beim Plant, ja, wie gesagt, wir haben uns die Kämpfe so angeschaut und dachten, oh, der ist schlagbar. Dann lief natürlich die Vorbereitung nicht so gut, ich war nicht fit. Und im Kampf selbst habe ich dann gemerkt, na Mist, ich bin nicht fit. Wenn ich jetzt 2 Runden alles gebe, bin ich kaputt und dann boxt er mich locker aus. Und dann habe ich halt Druck gemacht nach vorne hin, habe halt wenig geschlagen, die Deckung zugehalten, habe versucht, ihn irgendwie müde zu machen. Ich habe gehofft, dass der dann eben sehr viel schlägt und selber müde wird. Das hat er ja gemacht bis zur 6. Runde, glaube ich, oder 5. Runde. Und dann hat sein Trainer gesagt, hey, du liegst nach, also so kann man es ungefähr sich zusammenreimen. Der hat dann wahrscheinlich gesagt, hey, mach mal langsam, du führst alle Runden, von ihm kommt nichts. Bevor du dich überarbeitest, mach mal langsam und weich nur aus. Weil ab dann hat er den Druck runtergefahren. Dann bin ich ein bisschen weiter nach vorne. Und dann habe ich mir gedacht, so in der 9. Runde, ja, jetzt machst du noch mal eine Runde, die 10. machst du mal nix. Und die letzte 2 Runde gibst du Vollgas. Weil das hätte ich dann noch hingekriegt, 6 Minuten Vollgas zu geben. Aber dann hat er mich leider in der Schlagserie von Plant ausgewunken. Ne? Das war alles doofe. Da ging mein Plan nach hinten los. Was war denn so überhaupt die Anweisung, die du gekriegt hast von deinem Trainer auch während des Kampfes? Ich meine, sagen wir mal so, ich bist jetzt da mal in der Hitze des Gefechts. Ich meine, jeder, der mal geboxt hat, weiß auch, so nach 3 Minuten, da glüht man, da tun einem die Arme weh. Man muss erstmal runtergefahren werden in der einen Minute in der Ecke. Was für taktische Manöver hat man dir da während der Runden mitgegeben, wie du dich da verhalten sollst? Ja, wir haben vor dem Kampf eine Taktik gehabt, die habe ich versucht durchzuziehen. Es war viel mit der linken Arbeiten, aber ich habe echt noch nie so einen Gegner vor mir gehabt, der sich so gut bewegt hat. Und ich habe dann gemerkt, das kommt nicht so ganz, wie ich es will. Aber allerdings muss ich also sagen, weil meine Fitness natürlich gravierend schlecht war, ich konnte den Stil, also die Technik, die Taktik konnte ich nicht durchziehen von der Kondition her. Und dann war der Trainer auch irgendwann sprachlos und wusste auch nicht mehr, was er machen soll, weil die Taktik war an sich gut. Der Chef hat immer mal wieder getroffen, aber wenn ich einfach fitter gewesen wäre und die Power da gewesen wäre, hätte ich das viel öfters machen können und länger durchziehen können. Dann hätte sich das schon anders, der Kampf wäre dann schon anders gelaufen. Aber dadurch, dass ich eben die Taktik nicht durchsetzen konnte, war es halt ein Riesenproblem und musste mal nicht weiter. Ja, das also da war kein Plan B gewesen. Ja, da gibt es eigentlich dann keinen Plan B mehr. Der Plan B war dann von mir Energie sparen und eben die letzten Runden Vollgas, aber hat leider nicht geklappt. Ja, das ist halt, glaube ich, ja, ist auch immer schwer von außen, glaube ich, nachzuvollziehen, dass manchmal ist es einfach wahrscheinlich so im Ring, du nimmst dir was vor, aber
du weißt theoretisch genau, was du machen sollst, aber es klappt halt einfach nicht, aus irgendwelchen Gründen so. Und du kannst es halt nicht umsetzen, aber du wüsstest genau, was du machen sollst, aber es geht halt nicht. Und wenn du schon darüber nachdenkst die ganze Zeit, dass es nicht funktioniert, dann hast du eigentlich schon verloren, weil du darüber die ganze Zeit nachdenkst. So, das ist halt, genau, so sieht es aus. Das ist echt total schwierig. Es kostet nur Zeit. Ja, genau, es kostet Zeit. Du bist abgelenkt, beschäftigst dich damit, dass es halt nicht läuft, wie es laufen soll. Das ist halt ein richtig scheiß Gefühl so eigentlich. Aber ich meine, das merkt man selbst im Training oder im Sparring. So, du willst irgendwas machen, aber es geht halt irgendwie nicht. Oder der Arm von dem anderen ist zu lang. Wie kommst du da ran? So, also es ist schwer zu verstehen, wenn man das noch nie selbst, glaube ich, gemacht hat. Genau, von außen sieht es immer leicht aus und man kann das sagen. So wie wir ihn ja auch angeschaut haben und dachten, ja, eigentlich ist der einfach zu treffen. Ne? Der geht auch rein. Aber wenn er dann vor sich steht. Ja, der ist offen, aber er ist halt auch sehr schnell. Ne? Das darf man halt, wenn man dann nicht sehr schnell auch auf den Beinen ist, dann nützt es halt einem auch nichts, dass man einen harten Schlag hat. Ne? Wenn du den halt nicht stellen kannst, ist es halt echt schwer, dann da irgendwie das umzusetzen. Aber und auch, ich meine, auch wir gehen ja auch oft mit vielen Sachen auch sehr kritisch um. Aber man darf da auch nicht vergessen, wir sind da im Endeffekt auch wie 83 Millionen andere Bundestrainer. Im Fernsehen guckst du das an und hast natürlich immer den Plan B und die bessere Idee. Und, ja, das ist aber gut, Fußball, da ist ja jeder Trainer. Er sagt ja 83 Millionen Bundestrainer. Genau, ja, wie gesagt hast, ja. Ist halt immer, bei jeder Sportart ist es so. Aber für die, die es halt nicht glauben, die sollten es einfach mal selbst ausprobieren und dann werden sie wissen, dass es echt manchmal einfach nicht anders geht. Aber kommen wir mal zurück zu deiner Profilaufbahn. War das für dich eigentlich ganz klar, dass du Profi werden willst oder hast du da irgendwann mal so länger drüber nachgedacht oder war das klar, ich will jetzt Profiboxer und ich ziehe das durch und ich will das auch als Hauptjob machen, so wenn das klappt. Also war das immer so bei dir? Nee, am Anfang, wie gesagt, dass ich ja kämpfen konnte, hat dann der Jürgen mir den Profivertrag gegeben. Und dann hat es eigentlich relativ Spaß gemacht, halt zu trainieren und ab und zu sich zu prügeln, dann einen Kampf zu haben und so weiter. Und dann haben wir halt gemerkt, oh, da kann man aus mir viel machen und so. Ich bin gut am Ball, bin gut dabei. Und dann wurde es dann halt schon ein bisschen professioneller geplant. Da kam dann der Rainer Gottwald ins Spiel. Und dann haben wir da eben einen Aufbau durchgezogen. Aber du warst auch gleich von der Idee dann, also du bist da sozusagen reingewachsen und warst aber dann, wolltest es auch voll mit Vollblut so dann durchziehen sozusagen. Du hast nie gedacht, mache ich vielleicht lieber was anderes. Ich fand das super und habe dann einfach jeden Kampf weiterhin angenommen. Und irgendwie hat sich dann so ergeben, da habe ich ja die Lehrer auch angefangen bei den Stadtwerken. Die haben mich auch zum Glück tatkräftig unterstützt und unterstützen mich noch weiterhin. Und da hat es alles klappen können. Ich habe dann teilweise, während ich gearbeitet habe, in der Mittagspause, die habe ich dann verlängert bekommen, bin dann rüber ins Studio und habe trainiert und bin dann wieder zurück zur Arbeit. Das war eine harte Zeit, weil wenn man morgens aufsteht, geht schaffen und dann in der Mittagspause gehe ich trainieren und dann gehe ich noch weiter schaffen. Aber das haben wir dann. Das ist echt krass, ne? Da hattest du eigentlich gar keine richtige Pause, außer halt abends irgendwann nach der Arbeit. Das war ja dann abends, ging es nochmal weiter. Zweite Training. Ach, zweimal Training und dann, aber hast du da komplett irgendwie 8 Stunden gearbeitet oder hast du da kürzer gearbeitet? Ja, das hat sich eine Zeit lang war das so, aber dann haben wir es geregelt bekommen, dass ich bis 12 schaffe, also halbtags. Okay. Mein Training machen können, ein bisschen besser. Dann war es ein bisschen erleichtert. Aber das Wichtige war, ich musste die Lehre durchziehen. Das war immer im Vordergrund. Und es war dann auch mal damals mit Carolis die Zeit, wo gerade die Prüfungen waren, 2016. Da war noch Schule. Selbst in der Schule bin ich dann immer in der Mittagspause noch laufen gegangen zum Beispiel. Das war dann schon so ein bisschen stressig. Hatte Zeit, aber das sind so Sachen zum Beispiel, die weiß ja keiner. Deswegen bist du auch hier, da kannst du mal drüber reden. Ja, man weiß es echt nicht. Also das ist so, also diese Belastung, die hält wirklich, glaube ich, kaum jemand so lange durch. Das ist krass. Richtig hart sein ist zu wollen, ne? Und dann hat sich eben alles so ergeben. Ich habe das durchgezogen. Und dann haben die mich eben weiter unterstützt. Wie ich jetzt kann ich jetzt trainieren, unterstützt mich ein bisschen weiter. Und so kann ich jetzt eben Profiboxen ausüben, ja. Zum Glück. Und so von deinem
Umfeld, so deine Freunde, deine Familie, waren die immer begeistert von der Idee? Also sind die Box begeistert oder ist es denen egal? Oder haben sie dir gesagt, oh, lieber nicht, mach lieber was anderes? Oder also wie stehen die so zum Boxsport? So, hast du so eher Unterstützung oder eher so Leute, die Bedenken haben? Oder wie ist das so bei dir? Ich habe eigentlich so, das ist ja das Problem, da das Boxen immer so falsch verkauft wird und die halbe Wahrheit, haben viele ein falsches Bild, ne, davon gehabt. Die dachten gleich, oh, bist Millionär und so weiter. Ne? So Sachen, weißt du? Ja, aber ansonsten, also. Ja, okay, zweit, dann eher positiv. Oder wie deine Familie, haben die zum Beispiel deine Eltern, haben die gesagt, ja, mach auf jeden Fall so, Boxen ist geil, wir wollen, dass du im Ring stehst. Viele Mütter zum Beispiel oder so sagen ja, haben ja Angst um ihren Sohn oder können ihn nicht sehen, wenn er im Ring ist, weil er geschlagen wird und so. Ich meine, wie ist es denn so bei deinen Eltern zum Beispiel? Okay. Guckt dein Vater deine Kämpfe, kann er sich die angucken? Ja, oder? Mein Vater, der unterstützt mich ja, der steht an der Ecke. Ach so, okay. Mhm. Na gut, die Mutter ist eine klassische Frau, die ist natürlich eher gegen Gewalt. Also die fand es nicht so gut, sozusagen, dass du boxt? Nee, die, das heißt, sie finden es nicht gut. Ich finde es gut, alles super, weil es ja auch ein toller Sport ist für, die, also für die Gesundheit jetzt rein sportlich gesehen, ohne dass du was auf den Kopf bekommst. Aber ansonsten finden die es gut und halt kämpfen, das ist halt meine Sache. Also das kann sich ja nicht einmischen oder so. Das ist halt, der wäre es auch lieber, wenn man nicht boxt, also wenn man nichts auf den Kopf kriegt und Geld verdient, aber... aber ansonsten alles gut und die unterstützen also mich auf jeden Fall eher auf jeden Fall Unterstützung so dann. Ja, eher positiv als negativ, ja. Okay, das ist ja wahrscheinlich auch immer wichtig, irgendwie zu wissen, so wer da so hinter einem steht oder dann eher das immer schlecht redet oder nicht. Ja, das, ja, also ansonsten die Freunde, die haben eigentlich gar nichts mit Boxen zu tun gehabt, so allgemein. Waren alle so eher Fußballer oder eher so normale, wo ich eher in die Stadt gehe, als statt halt auf Sport zu schauen. Aber die haben sich dann auch, so die engen Freunde, die haben sich dann auch mehr für Boxen interessiert und schauen halt andere Boxkämpfe, wenn große Kämpfe sind. Joshua oder damals Mayweather oder sowas. Die haben sich dann auch ein bisschen mehr fürs Boxen interessiert, kann man sagen. Okay, aber du hast jetzt keinen irgendwie besten Freund, der jetzt auch Boxer ist oder so. Also ist eher alles so, du bist deine Einzige und so, Das ist eher ein Einzelsport, ein Einzelbusiness, das ist ein ganz hartes Ding, eher zu sagen. Ja, findet man wahrscheinlich generell schwer, dass zwei, weiß ich nicht, ob die alle so eng befreundet sind, ne? Irgendwann ist dann immer so Konkurrenzkampf. Okay, wenn man in verschiedenen Gewichtsklassen ist, dann ist es vielleicht irgendwann egal, aber. Ja, so. Genau, das wird dann alles, sobald es ums Geld geht, geht der menschliche Charakter bei, sagen wir mal, 90% verloren und dann geht es alles noch ums Geld und ja. Business. Heute ist das halt leider so. Und hast du irgendwelche internationalen Lieblingsboxer oder so? Also wen guckst du dir so aktuell gerne oder hast du dir früher oder jetzt gerne so angeguckt als Inspiration? So? Wen würdest du da nennen? Gut, früher. Lenny Williams. Nee, eigentlich, also eine Zeit lang überhaupt nicht, habe ich mich gar nicht interessiert. Ich habe eigentlich nur meinen Tag gelebt, habe mein Training gemacht und auf andere Boxer überhaupt nicht geschaut. Und jetzt sind es halt die, wo rausstechen, da der Lomachenko, der Usyk, die boxen ja echt genial. Sowas, die schaue ich mir jetzt an, wenn die mal wieder boxen. Oder damals, der Mayweather noch, das waren so die, wo rausgestochen haben dann, die, wo über den Medien drin waren. Also du guckst dir jetzt nicht irgendwie jede Boxveranstaltung an, die irgendwie übertragen wird, auch in Deutschland oder so. Du bist jetzt nicht so ein Boxverrückter sozusagen. Nee, gar nicht. Eigentlich, also, eigentlich überhaupt nicht. Also, ja. Das, was nötig ist und das, was extrem an der Spitze ist sozusagen, das ist dann so. Das, was mir gefällt, ja. Das schaue ich mir dann an. Und wenn du nicht boxst, was hast du so für Hobbys? Also man hat dich ja manchmal so angeln gesehen, ne? Du bist ja jetzt auch irgendwie, ich glaube auf Instagram hast du ja öfter jetzt auch was so dich für Naturschutz und so eingesetzt. Ich meine, bei unserem letzten ersten Interview hast du ja auch so gesagt, dass du nicht so der Stadtmensch bist und eher so in der Natur oder die eher so gerne im Grünen wohnst oder viel Natur siehst. Also stimmt es? Also was machst du so außer Angeln oder ist dein liebstes Hobby? Natur hat höchsten Wert für mich. Das ist das Schönste, was man auch so hat auf Erden. Und meine Hobbys sind ja Angeln, wie viele wissen. Und das ist eigentlich fast das einzigste Hobby, weil das kostet so viel Zeit. Das ist so ein Phänomen. Wenn du mal was anbeißt. Ja,
Nee, aber ist auch sehr einsam, oder? So ein einsames Hobby. Oder macht man das mit anderen Leuten oder fährst du da wirklich so? Also ich war noch nie angeln, deswegen kann ich darüber nichts sagen, aber fährt man da so mit dem Boot irgendwo auf den See und dann setzt man sich mit seiner Angel dahin oder ist irgendwo am Ufer Das alleine? Angeln ist ja eigentlich ein Thema für sich, das ist ein Riesenthema. Da gibt es ja von Friedfisch bis Raubfisch. Dann gibt es da die totalen Junkies, die da wirklich alles sich notieren, aufschreiben, wann beißt der Fisch, bei Regen, morgens, abends, mit Vollmond und so weiter. Also da gibt es so viel, Okay. da gibt es so, das ist so ein Riesenthema, das ist so fast wie das Weltall. Also das ist echt was, da kann man echt stundenlang Zeit verbringen. Wie gesagt, im Boot angeln, da gibt es auch Unterschiede, ob man jetzt mit dem Boot auf Raubfisch angelt oder mit dem Boot auf Weißfisch, da gibt es so viele Möglichkeiten beim Angeln, das ist unglaublich. Aber Und mit was bist du, eher so der Karpfenangler oder so eher Raubfischmensch? Ich war eigentlich immer der Karpfenangler, aber jetzt steige ich langsam ein bisschen mehr auf Raubfisch um. Weil irgendwann wird es halt ein bisschen zu einseitig. Ja, irgendwelche Unmengen an Sachen anfüttern und dann, keine Ahnung, Ja, gewisse genau, das gehört immer dazu, Auskundschaften. das Anfüttern und so weiter. Aber wegen der Einsamkeit, das ist ja gerade das Schlimme, heutzutage bist du ja fast immer einsam. Überall sind ja Leute heutzutage. Und das Schlimmste ist, wenn dann noch irgendwo anfütterst, wochenlang, immer nach dem Training noch abends hinfährst und das Futter reinwirfst. Und dann willst du angeln am Wochenende und dann sitzt jemand auf dem Platz. Das ist das Schlimmste. Ja. Ein Kumpel von mir, der hat mal mir Angeln so beschrieben, das hat was extrem stumpfes, meditatives. Also du sitzt dann einfach da rum, sitzt und konzentrierst dich einfach nur auf diese eine Sache und lässt um dich rum einfach alles passieren und es ist dir egal. Ja, Kann man das so beschreiben? das kann man so beschreiben eigentlich. Wenn du allein bist, hast deine Ruhe am See, dann genießt echt, dann ab und zu hast du Momente, da hast du echt nichts im Kopf, das ist echt gut. Das fühlt sich richtig gut an, weil du denkst über nichts nach, hörst dann die Vögel oder der Uhu da rumzwitschern. Das ist einfach, das sind so Momente, die kann niemand verstehen, die muss man selber erleben. Also das sind echt tolle Momente ab und zu. Aber ist Aber es auch. dann auch so, wenn du jetzt einen Fisch gefangen hast, isst man die dann auch oder wirft man die da wieder ins Wasser rein? Oder was machst du mit den Fischen, die du angelst? Also wie macht man, ich habe davon wirklich keine Ahnung, deswegen frage ich da so nach. Ja, nee, das ist schon immer ein hartes Thema mit dem Tierschutz und so weiter. Ne? Laut Gesetz muss man jeden Fisch, den man fängt, töten. Ach echt? Außer, Ach so. ja, außer hat er ist in der Laichzeit. Ja, weil es ja Tierquälerei ist, sagen ja die Tierschützer, dass er Okay. da rumzappelt. Ne? Aber es gibt ja Studien, die beweisen, dass die Fische keine Nerven haben am Maul, so wie ein Karpfen oder sowas. Die haben angeblich keine Nerven, sagen Studien, und deswegen spüren die nichts. Aber das ist so ein Ziel, also so ein hartes Thema, ne? Jeder Angler lässt einen Karpfen wieder frei, also die normalen Karpfenangler. Da muss man jetzt natürlich wieder ein bisschen auf die Ausländer zurückgreifen. Die ganzen Russen und Jugos, die schlachten halt echt alles ab. Das ist eigentlich in jedem Verein bekannt. Jeder Verein hat einen Russe, da weiß man genau, der nimmt alles mit. Ob klein oder groß. Aber das ist ja, wie gesagt, das finde ich, das gehört jedem selbst überlassen. Aber an so ein paar Sachen wie an Schonzeit und sowas sollte man sich, also nicht schon, doch an Schonzeit und an Schonmaße sollte man sich halt schon halten. Okay, aber Okay, aber du isst gerne Fisch oder eher nicht so? Also nee, ich esse schmeckt gerne der Fisch. dir auch? Ja, okay. Ich esse gerne Fisch, ja. So. So. Nee, er ist Veganer. Ja, wer weiß, man weiß es doch nicht, wenn das so wie eine Meditation ist, könnte ja sein, dass man das nur so wegen der Aktion macht, aber das Ergebnis dann irgendwie nicht so wichtig ist, man weiß es ja nicht, Nee, ne? mir geht's mehr um den Fisch so zu überlisten, um einfach mal Ruhe zu haben. Ich finde es mal gut, schön in der Natur zu sitzen. Und wenn man dann noch erfolgreichen Fisch an der Angel hat, das ist ein geiles Gefühl, wenn es an der Angel zappelt. Das macht einfach Spaß. Mir geht es mehr so um die Ruhe und Spaß. Am besten noch mit einem Freund. Dann hockt man zu zweit, redet Blödsinn, hört ein bisschen Musik leise und angelt. Das ist eigentlich so das Schönste. Ja, auf jeden Fall interessant. Und ja, das ist also dein Haupthobby, so was dein größtes Hobby würdest du jetzt sagen? Oder hast du noch irgendwas, was du gerne machst? Nee, jetzt ist eigentlich fast das Größte. Ansonsten verbringe ich viel Zeit im Training halt. Und dann, wenn Zeit ist oder das Wetter schön ist, gehe ich halt angeln. Guckst du gerne Filme oder Serien oder so?
Guckst du ja, so Serien, hab ich, aus Serien habe ich jetzt ein paar angefangen. Also Filme habe ich schon alle durch, so was mich interessiert. Aber Serien schaue ich gut, ist Breaking Bad, war es, glaube ich. Ach so, ja. Ja, die ist Das gut. Game of Thrones, so diese Klassiker, die guten Serien. Und bei Walking Dead. Filmen, hast du alle Boxfilme? Guckst du dir sowas auch an? Also die habe ich schon alle durch, die Rockies, die kann ich nicht mehr sehen. Da weiß ich, da kann ich Ja, schon unsere letzte wieder. Sendung ging ja darüber. Da haben wir uns dann über die größten Boxfilme unterhalten. Oder auch um sehr schlechte Filme, wie zum Beispiel Max Schmeling. Ich kenne dich gar nicht im Film, aber. Dann musst du ihn auf jeden Fall noch angucken. Max Henry Maske Schmeling, spielt Max Schmeling. ja. Ah, Dann jetzt. hast du noch was auf deiner Liste jetzt zum Ja, Hinzufügen. Nee, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, was dein liebster Boxfilm ist, wenn du einen hast. Ich weiß ja nicht, ob du einen zum hast. Boxfilm, nee, die Rocky-Reihe. Ansonsten kenne ich keine gute, diese anderen Kampffilme so, diese No-Name-Film-Production da, das ist man so. Also für mich muss ein Film schon ein Film sein. Also ich bin da schon richtig mit drin. Wenn da irgendwas unlogisch ist oder irgendwas, das gefällt mir dann nicht, dann schalte ich sofort aus. Deswegen, ein Film muss für mich schon realitätsnah sein. Das hat der Sylvester Stallone sehr gut hinbekommen mit Rocky. Da ist richtig viel Realität drin. Ja, okay, gerade so Im im Endeffekt ersten ist ja Teil, oder? jeder Boxerfilm auch ein Drama. Ja. In erster Linie. Ich meine, du hast natürlich auch so Filme wie jetzt Ein wilder Stier mit Robert De Niro von 1980. Auch ein sehr, 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 sehr guter Boxfilm. Oder Million Dollar Baby, da haben wir uns ja alle drauf geeinigt, dass das einer der besten Sehr Filme schauspielerisch. ist, wo vor allem, wo Frauenboxen vor allem drin vorkommt. Ja, Aber man das muss stimmt. auch sagen, mit einem Clint Eastwood-Film macht man auch einfach nichts falsch. Nee, das, also die alten Filme wirklich von früher, so die ganze alte Zeit, das sind einfach tolle Filme. Die ganzen Schauspieler, Robert De Niro oder Michael Douglas und sowas, die ganz guten, das sind einfach Filme, die kriegt man heute gar nicht mehr hin. Heute sind sie alle, ich weiß nicht, irgendwie. Nur noch auf Verkauf, schnell, schnell macht irgendwelche Witze, am besten wieder beleidigende Witze und so mit reingebracht. Hauptsache, dass halt irgendwie, also die Trailer verraten heutzutage schon alles. Die besten Szenen sind in den Trailern drin. Das stimmt, das stimmt. Der Film ist schon kaputt. Und früher waren es einfach tolle Filme, die gingen mal über 120 Minuten, die waren richtig gut gedreht, mit guten Dialogen und ach, ich liebe auch diese Western-Filme. Das finde ich auch geil. Du meinst du diese ganzen Italo-Western oder meinst du die Dinger hier noch so mit Clint Eastwood für einen Haufen voll Dollar Ja, oder wie genau, hießen die so die anderen auch? Filme. Spiel mir Oder das Lied vom Tod. spielt mir das Lied von Tod, das ist ein Traum von Filmen. Das ist so, also von der Western-Art. Da gibt es da kurze Dialoge, knackige Wörter. Alles wie das, alles so mehr mit Mimik wurde da gearbeitet. Das ist einfach wunderschön, sowas anzuschauen. Und halt die alten Filme mit Bud Spencer und Terence Hill, das sind halt die Klassiker. Da lacht ich. Das Lass sind mich so. durch, Bube, ich bin der Landvogt. Ja. Das sind so die Filme, die wird es auch nie wieder geben, weil diese menschliche Einstellung und sowas in der heutigen Zeit gar nicht mehr gibt. Das Es sind einfach gibt so Filme, Filme, die. die haben halt so ihre Zeit, die kriegst du dann auch gar nicht in die neue Zeit. Zum Beispiel, wenn du so Filme wie Die nackte Kanone nehmen würdest, die kannst du heute gar nicht mehr produzieren, ohne dass es einfach abgrundtief albern wirken würde. Ja, genau, das ist halt auch, die Zeit hat sich geändert halt leider. Und was die Filme angeht, auch, die werden immer. Immer, wie sowas beschreiben? Einfach, ja, Überproduziert. Du charakterlos, ja, kannst halt stumpf, optisch alles charakterlos. machen. Ja. Die Ideen sind auch gar nicht mehr so schlau. Immer das gleiche Schema und dann sieht man, dass es alles bearbeitet ist. Also furchtbar. Vielleicht wird man auch einfach älter, dann hat man schon so viel immer gesehen, dann kennt man schon so viele Filme und dann kommt einem es nicht mehr so cool vor, wie wenn man, als man jünger war, Ja, also es das erste Mal dabei. gesehen hat. Ne? Ich fand die Anfänge von zum Beispiel The Fast and Furious, die waren noch toll. Das war eine ganz andere, wie nennt man sowas, vom Panoramas, von der Kamera und sowas, war das ganz anders. Die waren auch cooler gedreht, die waren lässiger. Das war einfach ein ganz anderes Flair oder wie man sowas nennt. Und wenn man jetzt die heutigen Fast and Furious sich anschaut, das ist ja Katastrophe. Das ist ja alles aufgehellt, beste Hightech-Kameras da, das ist furchtbar. Da passt das Lichtverhältnis nicht mehr. Hauptsache Explosion und das Auto dreht sich fünfmal im Kreis. Also das ist nicht mehr das, Ja was es gut, was war. erwartest du von einem Michael Bay-Film? Ich meine, das ist genauso, als würdest du jetzt bei Transformers Tiefgang erwarten. Das ist halt ein Michael Bay-Film. Ja.
Ja. Das hat mich jetzt aber intellektuell nicht gefordert. Ja. Das ist ein Michael Bay-Film. Stimmt. Ja. Aber nochmal jetzt auf dein, auf dein Hobby mit dem Fischen zurückzukommen. Und du sagst ja auch, du isst gerne Fisch. Deine Ernährung, wenn du jetzt hier sag mal, wie unterscheidet sich deine Ernährung jetzt mal in so einer, so in der Off-Season, wenn du jetzt weißt, steht jetzt erstmal in den nächsten 4-5 Monaten kein Kampf an? Wie unterscheidet sich deine Ernährung zu deiner Kampfvorbereitung? Lässt du da besondere Sachen weg oder isst du da besondere Sachen vermehrt? Oh, ich bin eigentlich wie alle anderen auch. Ich esse alles, ich kriege auch alles von den Medien so mit, ne? Wenn da irgendwas dann heißt, oh, ernähre dich vegan, dann versuche ich das auch und ziehe das durch. Also ich mache eigentlich alles Mögliche. Ich lasse mich da genauso daherleiten. Ich habe jetzt wieder Phasen, da esse ich eine Woche lang nur Süßes und dann fühle ich mich schlecht und gehe wieder 10-mal laufen, damit ich die Kalorien abnehme. Zum Kampf hin wird es ein bisschen ernährungstechnisch sauberer, sagen wir mal. Aber selbst da habe ich meine Phasen, da haue ich mir dann 10 Kinderpinguins rein und so ein Zeug. Okay, also das heißt, auch in der Kampfvorbereitung ist schon mal eine Pizza drin. Das auch, ja, sowieso. Dann ernährst du, ist das immer so, du ernährst dich so einen Tag gut, oder mein Tag, ich halte es manchmal gerade aus, du ernährst dich morgens gut, mittags esst du auch noch was Solides, aber dann abends oder nach dem Training, dann bist du irgendwie, da hat was nicht geklappt. Oder irgendwie bin ich schon Funken gestresst oder beim Angeln hat was nicht geklappt. Ab zum Jufka-Laden, Dönerlei, Pizza, irgendwas. Ja, okay, da hast du Glück, also, weil du dein Gewicht noch nicht so machen musstest. Ne? Das merkt man ja daran, dass du locker immer dein Gewicht hattest, ne? Dass du gar nicht so diese krasse Diät machen musst, wie jetzt manche andere, ne? die da ja fast gar nichts mehr essen oder halt wirklich nur noch irgendwie ein Stroh, weiß ich nicht, so ein Rucola-Halm und weiß ich nicht, und Wasser trinken. Ja, das liegt aber wahrscheinlich an meinem Gewissen, weil ich habe halt dann sofort ein schlechtes Gewissen. Also beim Kauen denke ich noch, oh Mann, warum mache ich das nur, ne? Und wie gesagt, also du bist aber jetzt nicht so ein Typ, der jetzt irgendwie, sag mal, ich mache jetzt 2 Monate lang, verzichtest du auf die Kohlenhydrate, isst mehr Fleisch oder mehr Fisch, um das Protein hochzuhalten, sowas machst du jetzt gar nicht. Nee, so extrem nicht. Also der Körper, also ich, ein bisschen habe ich so Grundkenntnisse, und ein Körper braucht Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette. Also diese Low-Carb-Diäten und so ein Scheißdreck, das macht überhaupt keinen Sinn, weil dein Körper braucht Kohlenhydrate, damit er überhaupt funktioniert, dass dein Stoffwechsel und so weiter, sagen wir mal, angeht. Das ist schon noch wichtig, und sonst funktioniert auch die mentale Leistung nicht. Du nimmst, klar, wenn du Low-Carb machst und so weiter oder allgemein Kaloriendefizit arbeitest, ne, nimmst du ab. Und die meisten denken halt dann, oh, ich habe eine Low-Carb-Diät. Das ist ja schon sozusagen eine Diät. Du kannst auch eine Fett-Diät oder Schokoladendiät machen. Wenn du zum Beispiel 3000 Kalorien am Tag verbrennst und esst 2000 Kalorien Schokolade, dann nimmst du genauso ab. Aber das ist auf Dauer auch gesund. Aber deswegen, das ist halt leider durch die Autos Internet schuld, dass da jeder reinschreiben kann, was er will. Und natürlich auch Vermarktung, die Diät, das und das weiter, das ist alles meistens völliger Schwachsinn. Weil, wie gesagt, also du brauchst Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette immer in deiner Ernährung und im Grundbedarf. Und deswegen kann ich von sowas nur abraten. Also so Extreme, dass man jetzt ein Eiweiß weglässt oder Fett weglässt, das ist ganz schlecht. Also du schon allem etwas, aber die Dosis. Das ist wie mit allem der Spruch, ne? Also manche Sachen bringen dich ja um, manche nicht, aber die Dosis macht's aus und du brauchst schon allen etwas eben. Ja, gut, es kommt auch immer noch, muss man da glaube ich auch sagen, immer auch noch auf den genetischen Typ an. Zum Beispiel, ich war auch immer jemand, wenn ich Gewicht verloren habe, habe ich das meistens halt über eine sehr eiweißstarke, etwas kohlenhydratreduzierte Diät gemacht und habe damit halt die besten Ergebnisse gehabt. Wohlgemerkt, nicht sehr schnell, sondern auf langen Zeitraum, aber da mit einer guten Qualität. Du hast ja beim letzten Mal auch gesagt, dass du dich ja eigentlich auch eher im Mittelgewicht sehen würdest als im Supermittelgewicht, weil du ja im Endeffekt, grob, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, immer so um den Dreh 78 Kilo wiegst, richtig? Genau, ja, das ist jetzt mal der nächste Schritt, weil wie gesagt, in den ganzen Kämpfen, die meisten haben alle den Kopf größer wie ich und sind 3-4 Kilo schwerer am Kampftag. Und vielleicht ist einfach doch das Supermittelgewicht nicht meine Idealklasse. Und jetzt mache ich es halt auch mal wie die anderen, ein bisschen abnehmen, ein bisschen abspitzen und dann haben wir im Mittelgewicht.
starten. Ich meine, vergleicht man jetzt das Mittelgewicht mit dem Supermittelgewicht, finde ich, also gerade in der Spitze, sind im Mittelgewicht ja so vom Können her schon eher die Granaten angesiedelt, als wie jetzt im Supermittelgewicht. Also gerade mit Canelo Alvarez oder Demetrius Andrade hast du da ja absolute Könner im Mittelgewicht. Guckt man sich jetzt aber die europäische Spitze an, hast du da einen Boxer wie Chris Eubank Jr., der zwar nicht schlecht ist, aber auch schon von ein paar anderen Boxern deutliche Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Ich meine, er hat zwar mit Arthur Abraham gespielt, aber der war auch alt. Ja. Und er hat aber von George Groves fies auf die Fresse bekommen. Denkst du das, ich frage jetzt einfach mal so plump an, wie wird denn so theoretisch deine Marschroute jetzt würde im Mittelgewicht deine Marschroute aussehen? Erstmal so Richtung EU-Spitze oder willst du dann schon direkt auf Richtung WM gehen oder ja, ich sag jetzt mal so einen zweitklassigen WM-Titel erstmal, um irgendwo Namen zu kriegen oder wie sieht da so der Plan aus? Nee, also Namen habe ich ja eigentlich im Boxen schon, in Deutschland auf jeden Fall, international bestimmt auch, weil ich bin ja hoch gerankt, jeder schaut ja danach vom Promoter oder Boxer, da kennt jeder die ersten 50 und meine Strategie, also wie ich es machen würde, wäre erstmal, ich brauche auf jeden Fall noch viele Kämpfe, weil jeder Kampf bringt dich weiter, ne? Aus jedem Kampf lernt man. Und da ich ja keine Amateurkarriere hatte, deswegen muss ich da erstmal jetzt gut aufbauen. Und vor allem jetzt erstmal ein Team wiederfinden, ne? Dass da alles mal solide passt. Und deswegen muss ich mich da erstmal wieder ein bisschen ranboxen, auch eben in der neuen Gewichtsklasse. Ich kann ja jetzt nicht gleich einen Kampf machen gegen eine Granate. Und dann bin ich total kaputt, weil ich so viel Gewicht gemacht habe. Ich muss mich auch mal testen jetzt alles. Mhm. Also ich, von meiner Seite aus, würde ich erstmal solide ein paar Aufbaukämpfe machen. Also hört sich ja so dumm an, Aufbaukämpfe. Vor allem auch Gegner, die halt natürlich viel verloren haben, oder nicht viel verloren haben, aber die einfach, die sind gut, aber jetzt nicht die Weltmeister, ne? Sozusagen. Gute Gegner, wie zum Beispiel der Spanier, wo ich auch geboxt habe, der Nunes, das sind gute Gegner, die wollen nicht verlieren, die wollen auf jeden Fall gewinnen und so Gegner braucht man. Die aber jetzt dir nicht deine Grenzen aufweisen, sozusagen. Ne? Dass ich einfach mal üben kann, die Taktik vom Trainer, dass wenn ich einen neuen Trainer habe, dass ich mit dem, dass das alles passt, das muss man alles üben. Und eben so gesehen ein paar mittlere Kämpfe machen. Mhm. Und je nachdem, wie das dann alles läuft, bin ich immer bereit für einen großen Kampf. Also ich will erstmal jetzt richtig Boxen lernen, kann man mal sagen. Ich will mein Team finden, dass alles passt, alles gut, alles ruhig und dann solide immer besser werden. So ist mein Plan. Also so plan ich es, wie es dann wirklich kommt, weiß man nie. Nö, aber sag mal, du hast ja wie gesagt Mittelgewicht und dann hat man ja, sag mal, so eine ganz grobe Idee, wie es man machen könnte. Klar, wie es dann am Ende aussieht, muss man dann eh mal sehen. Du brauchst ja erstmal, wie du schon sagst, ein Team, einen Trainer, der vielleicht auch neue Impulse setzt. Zum Beispiel, weil ich einen Jürgen Brämer oder sowas, der ja auch mit seinem Gym in MacPom ja eigentlich ideale Voraussetzungen hätte für dich. Zumal ich glaube, da in der Nähe sogar ein See ist. Oh, ja. Ja, gibt es denn so was Neues so zu deiner Trainersituation? Achso, neues. Ja, wir haben viel, wir haben mit ein paar gesprochen und aus Sauerland hat sich um ein paar Trainer gekümmert, auch international. Und das sind wir jetzt noch am Aufbild und durch das Corona-Kack da kann man nicht reisen und testen, das ist alles Problem. Ja. Ich muss mal das alles noch abwarten, aber wir haben da schon, also wir sind im Hintergrund da schon am Laufen. Okay, aber also seid ihr gut dabei und das wird sich bald ergeben. Wird sich dann ja ergeben. Erstmal die Leute testen und dann kann man was Genaueres sagen. Das heißt, du müsstest dann eventuell dich im Ausland dann vorbereiten oder würde ein ausländischer Trainer dann eher für eine Zeit lang nach Deutschland kommen, so in der heißen Phase oder wie wäre das dann? Ja, das war dann Verhandlungssachen. Ach so, das kommt. Aber wahrscheinlich, so wie es aussieht, müsste ich dann eher dort trainieren, weil ich habe ja keinen großen Sponsor oder sowas, der mir das dann zahlt, dass dann der Trainer rüberkommt oder sowas. Also das sind halt Sachen, die halt dann fehlen. Ja. Bringt Vor- und Nachteile mit sich. Ja. Okay, aber du bist auf jeden Fall dabei.
Ich bin auf jeden Fall dabei, ich bin am Ball und. Und da würdest du wahrscheinlich auch nach England fahren, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, ich da. Oder würdest, ist es noch weiter weg als ist jetzt nach Amerika, wird es wahrscheinlich eher nicht, oder? Weil es extrem weit ist oder so? Nee, für mich gibt es keine Grenzen, die Welt ist. Ach so, okay. Okay, ja. Grenzlos. Ja, ach so, okay. Ich hätte jetzt gedacht, einfach wegen der Nähe oder so bleibst nee, du vielleicht ja. Jetzt. Weil es in England ist oder noch weiter weg ist, eigentlich merkt man das ja dann vor Ort nicht so. Also mir ist egal. Okay. Da, wo ich Spaß habe, wo ich mich gut fühle, wo ich erfolgreich sein kann oder wo ich was lernen kann, auf jeden Fall, da gehe ich auf jeden Fall hin. Wo das Team wahrscheinlich dann auch passt, ne? Ja. Ja, ja. Genau. Und halt natürlich wahrscheinlich. Im Ausland hat es einfach halt mehr Boxer und auch Qualität, was viel Sparringspartner und so weiter angeht, ist einfach im Ausland mehr gegeben wie bei uns. Und von daher wird es eher dahin tendieren, würde ich mal sagen. Ja, ist wahrscheinlich auch ganz spannend, ne? Einfach auch mal zu sehen, so wie da anders trainiert wird irgendwie, weiß ich nicht. Das Deutsche hast du natürlich auch schon ein bisschen kennengelernt. Und ja, genau. Wenn man im Ausland ist, ist ja vielleicht auch manches ganz anders, aber dadurch vielleicht auch für dich neue Sachen, die spannend sind und wo dir nicht so schnell langweilig wird oder keine Ahnung, wo du gut abgelenkt bist oder keine, ja, weiß man nicht, aber ja, hat genau, auf jeden Fall einfach was Neues und da kann man einfach, ich würde mal sagen, man kann nur lernen. Ja. Ja. Ja, gibt es sonst noch irgendwas Neues, was du gerne irgendwie allen mitteilen willst oder ist erstmal sonst alles was, wahrscheinlich ja, eher nicht? Ne? Ich hoffe einfach, dass alle gesund sind, dass es allen gut geht, dass sie diese doofe Krise da überstehen, was ja langsam immer mehr angezweifelt wird. Ich habe ja da von Anfang an nie dran geglaubt und jetzt mittlerweile heißt es auf einmal, es ist gar nicht mehr lebensgefährlich und die, ist ja nicht die schlimmste Grippe und so weiter. Ich hoffe, dass die Leute einfach mal aufwachen und sehen, dass viel in der Politik uns, dass sie uns ziemlich verarschen und so. Es werden, jetzt gibt es ja wieder noch mehr Steuern, ne? Die Steuer sollte auch wieder erhöht werden, das hört dann nicht mehr auf. Ja. Ja. Mal gucken, es wird bestimmt alles bald wieder. Ich hoffe auch, dass die Gyms bald wieder alle geöffnet werden. Ja, das ist das Wichtigste. Also wenn sie das Autohaus zulassen, aber lieber die Gyms aufmachen. Ich glaube, das wäre, jeder will jetzt unbedingt wieder Sport machen. Und das ist einfach das Wichtigste, dass man da seine Freiheit hat, sich mit seinen Kumpels wieder treffen kann, Spaß haben kann, dumm schwätzen kann und eben Sport machen. Ja, das wäre das Beste. Ja. Gucken wir mal. Ja, Eugen, bist du noch da oder bist du eingeschlafen? Ich weiß gar nicht, ist Eugen noch da? Also hast du noch eine Frage? Sonst, also ich frage dich nur so aus Höflichkeit, ob du noch was irgendwas wissen willst. Ja, aber auch nur aus Höflichkeit. Du hast dich ja sehr dezent zurückgehalten, deswegen, ich dachte, du bist vielleicht schon eingeschlafen. Ich höre aufmerksam zu. Sonst hätte ich eigentlich keine weitere Frage. Habt ihr noch irgendwas sonst? Ich meine, erstmal, wir nehmen jetzt ja schon fast eine Stunde auf. Vincent, vielen Dank dafür, dass du dich auch nochmal zum zweiten Interview mit uns getroffen hast. Ja, gerne, ja. Wir haben jetzt, also sagen wir mal so, uns hat das ziemlich gepusht, also so ein Podcast, mal wieder ein paar höhere Klickzahlen auch bei Spotify etc. dadurch gehabt. Vielen Dank dafür, dass wir deinen Namen benutzen durften. Ja, gerne. Aber es hat auch so einen kleinen, ich sag mal, so einen kleinen Shitstorm so auf diversen Seiten bei Facebook ausgelöst. Und ich finde es eigentlich beeindruckend und auch gut, wie dezent du dich da auch dann so diesbezüglich auch zurückgehalten hast, weil, sagen wir mal so, mit Gala wurde da jetzt nicht zurückgehalten. Ja, also ich lese mir fast eigentlich so doofe Kommentare und so, lese ich mir eigentlich nicht durch. Ich krieg's am meisten gesagt, ey, der beleidigt dich da oder sowas. Also beim ersten Interview habe ich natürlich ein bisschen rausgehauen, weil ich einfach will, dass die Leute auch das hören und auch mal ein bisschen mehr die Augen öffnen, wie es im Geschäft läuft und dass wir eben auch die Medien brauchen und die Unterstützung im Boxen. Und viele können die Wahrheit nicht abhaben, wollen eben das alles weiterlaufen lassen, wie es läuft. Aber so ist es eben nicht. Ich bin halt einer, der raushaut und die Wahrheit sagt. Und klar, das passt vielen nicht. Und von daher ist es mir wurscht. Also das, die paar, wo da blöd schreiben, also wer schon blöd schreibt, der ist sowieso, finde ich,
das ist eh nicht das Richtige, dumm sein Statement da abgeben, weil die Meinung interessiert mich nicht. Und dann einfach, es ist aber nur halt, einer schwätzt blöd raus und die andere schwätzt blöd hinterher, aber mir ist sowas völlig egal. Ich mache das eher noch glücklicher, wenn sich da welche drüber aufregen, weil dann weiß ich ja, ich habe ins Schwarze getroffen. Ne? Und ansonsten. Ah, also, hast einen Nerv getroffen, verstehe. Ja, und ansonsten habe ich die Privatleute von mir und die, wo mich besser kennen, wo sie es angehört haben, die sagen alle: Hut ab, Vince, ja, zum Glück bist du so eine ehrliche Haut. Und von daher, also mir ist es eigentlich wurscht, ich sage meine Meinung und fertig. Das ist also zu dem Thema. So allgemein, ja. Okay, dann auf jeden Fall danke. Du bist immer herzlich eingeladen, auch wenn du uns zum Beispiel deinen neuen Trainer oder so verkünden willst, kannst du gerne nochmal wiederkommen. Das wird ja, wahrscheinlich gerne, eh nicht jetzt. Wenn wir dann alles, wenn die Corona-Krise vorbei ist und Pläne in den Startlöchern stehen, können wir gerne drüber quatschen, ne? Kannst du uns aber auch sonst auch einfach mal anschreiben, wenn du einen guten Film hast, den du empfehlen kannst. Oh, ja, da gibt es ein paar. Ja. Genau. Dann ja, dann verabschieden wir uns und ja, wünschen dir noch viel Erfolg für deine Karriere weiterhin, dass alles so läuft, wie du willst. Dass wir dich auch bald wieder im Fernsehen sehen, auch viele andere Boxer im deutschen Fernsehen, das wäre natürlich auch nochmal ganz schön. Sehr schön, ja. Das wäre schön. Genau. Okay. Gut. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.